Aioli ist eine köstliche spanische Knoblauchsoße, die oft in Tapas-Bars serviert wird. Doch der intensive Knoblauchgeruch danach kann störend sein. Wie kann man diesen unliebsamen Begleiter effektiv bekämpfen? Nach dem Genuss von Aioli gibt es einige bewährte Hausmittel, die helfen können. Salbei, Minze und Petersilie neutralisieren die Schwefelverbindungen, die für den Geruch verantwortlich sind. Kardamom, ein exotisches Gewürz, und rohe Äpfel mit ihren Enzymen sind ebenfalls wirksam. Grüner Tee enthält Polyphenole, die antioxidative Eigenschaften haben und helfen können, den Mundgeruch zu bekämpfen. Milchprodukte, besonders Joghurt, können bis zu 99% der geruchsintensiven Bestandteile neutralisieren. Forscher haben herausgefunden, dass Joghurt besonders wirksam ist, um die Knoblauchfahne zu bekämpfen. Der Verzehr von Joghurt nach dem Essen kann die Auswirkungen des Knoblauchs drastisch reduzieren, da die enthaltenen Stoffe Fett, Wasser und Eiweiß den Geruch neutralisieren können. Der intensive Geruch von Knoblauch entsteht durch die Freisetzung von Allicin, einer Schwefelverbindung, wenn der Knoblauch zerkleinert wird. Kochen oder Braten kann diesen Geruch mildern, da das Allicin zersetzt wird. Mit den richtigen Tipps und Hausmitteln kann man die unangenehme Knoblauchfahne effektiv bekämpfen und weiterhin die Köstlichkeiten der mediterranen Küche genießen. Gönnen Sie sich also ruhig ein Glas Milch oder einen Löffel Joghurt nach dem Essen von Aioli. Ihre Mitmenschen werden es Ihnen danken.